Hallo und willkommen zum LSS Let's Play. Wir werden gerade mal an der Stelle weitermachen, wo wir vorhin aufgehört haben. Nämlich hier weiterhin beim Feld zu leveln. Und ja, ich habe auch mit Kiritos LP in seinem Let's Play schon darüber geredet, aber ich bin auf jeden Fall unglaublich gehypt. Wegen der neuen Smash Bros. Charaktere und generell wegen Ed und alles. Und ich hoffe, dass wir das Projekt dann starten können in 2 Wochen. Ich bin jetzt noch relativ skeptisch, weil es bei Randy halt nicht funktioniert, habe ich aber auch im letzten Part schon erwähnt. Und ich hoffe einfach, dass es doch irgendwie klappt. Weil eigentlich haben wir das schon lange geplant, so vor schon 2 Monaten oder sowas, dass wir das mal machen. Und ja. Eigentlich hoffe ich, dass es alles ein bisschen klappen wird, aber mal sehen. Oh nein, nicht Mapu. Alles nicht Mapu. Anfänger. Bauen wir jetzt gerade mal ein paar Magiepunkte auf. So, jetzt kann es gleich weitergehen. Irgendwie, solange ich in den Sanderfields unterwegs bin, wird es wahrscheinlich ständig Konfrontation mit dem Mapu geben. Langsam warten. Warum ausgerechnet in meiner Richtung? Zum Glück hatte ich Ehrgeiz, konnte da rausspringen. Ach ja. Endlich ist er tot. So, jetzt kann es endlich wieder normal mit dem Level weitergehen. Jetzt gegen den Canvaros oder wie der heißt, gegen den habe ich nichts, aber Mapu stört einfach. So. Jetzt ist die gerade die eine eh am werkeln hier, deshalb gehe ich mal zu den nächsten Leoparden gleich hier. Und krieg natürlich überhaupt keines von den Quest-Drops, aber egal, weiter geht's. Okay. Grand Archer, die kann auch keine Kombos, alles klar. Hat auch anscheinend die falsche Klasse gewählt, wenn sie ständig Keks macht. Eigentlich sollte sie
dann ein Passiv haben, hat dann eher sowieso weniger Verbrauch und kriegt auch schneller Mana dazu. Also ja, aber anscheinend im Herzen WS, nach außen GA oder wie. So. Ich hätte eigentlich gerne die Frage gestellt, wie sie Level 59 geworden ist, aber ich glaube, das würde jetzt in dem Moment nicht so gut passen und dann wäre sie nicht dabei und lieber ist sie dabei und bringt wenig, als dass sie Konkurrenz ist. Muss man immer aus der Sicht sehen. Im Moment läuft auch noch das Gnosis-Ding, was ich da damals aktiviert habe. Läuft immer noch, also immer noch habe ich fortgeschrittenes Magietraining und so. Jetzt kommt bei uns ein RS dazu. Guck ich mal, ob der das Level hat und ob der da bei uns auch mitmachen will, kann, darf, wie auch immer. Dr. Prof. L. ist gut. Gegen Dr. Professoren habe ich sowieso nichts. So, kann man begrüßen und weiter geht's. So, der nächste beendet und weiter geht's. Ihr seht ja, wie schnell die XP steigt. Also ich habe jetzt schon wieder 15% oder sowas und wir haben auch gerade mal 20 Minuten gelevelt oder sowas. Also es geht. Der Leopard war aber hartnäckig. So, ich werde mich ein bisschen eher dem hier zu, während ich die anderen mal links von der Map mehr machen. So, das Event von mit den Schattenspiegeln und so ist auch schon leider vorbei. Jetzt inzwischen gibt es halt nur noch das Pre-Event. Also, dass man für ihn ein Avatar-Set, beziehungsweise ein Avatar-Teil bekommen kann. Und ihn im Voraus erstellen kann, um halt sich einen Namen schon mal zu reservieren. Werde ich jetzt halt nicht machen, liegt aber auch wegen dem YouTube-Projekt, was wir da haben. Dem LPT. Deshalb warte ich da auch bis zur Erstellung, mit der Erstellung bis zum Projektbeginn. Und dann, ja, dann sehen wir weiter. So, und ja. Oh nee, nicht schon wieder das Viech, ey, warum? Also das Viech. Oh. Ja, die Sebastian ist jetzt auch ganz früh aufgetaucht. Kriegt auch irgendwie ganz spät mit, dass das hier ein Feld was ist. Hat aber auch gemeint, dass sie ihren Anbieter wechselt wegen, also Internetanbieter wegen einfach schlechter Anbindung.
Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, wie denn die neue Alice-Klasse sein wird. Also diese dritte Klasse, diese Avion Knight oder wie sie heißt. Bin gespannt, was für eine Art von Charakter sie wird. Könnt ihr ja mal in den Comments schreiben mit euren Eindrücken von den Bildern, die man zumindest mal sieht. Und was ihr denn glaubt, was für eine Art, also wie sie denn kämpfen wird und alles. Ich sterbe schon wieder. Was ist los? Ich habe auch nur noch 7 Wiederbelebungssteine. Komischerweise hängt er jetzt auch immer so komisch bei uns. Und ich krieg alle 4 Explosionen ab. Autsch. Ah, Gott sei Dank. Gibt's dann immer eine Komplettheilung danach. Okay, der macht da. Ich bleib nochmal da. Und Feldbosswürfe mache ich dann am Ende der Aufnahme dann auf. So. Jetzt haben wir, glaube ich, sogar 2 Marpus in dieser Aufnahme getötet, also... mein Schicksal ist eindeutig mit seinem verwoben. Passiert mir aber auch viel zu häufig, dass ich jetzt in letzter Zeit immer sterbe. In den Let's Plays. Damals mit Kiritos und dann jetzt... Solo hier im Feld. So. Jetzt hier schön weitermachen. Du, gut, ist das gut. Was ich ein bisschen schade fand, dass das Nasod-Gefechtsset für Alice und Aran nur relativ kurz im Cash-Up war und dementsprechend wenig erhitzt, weniger erhitzt wurde als jetzt, sage ich mal, für andere Sets. Und ja, ich denke, das treibt die Preise auch ganz schön hoch, weil die Teile entsprechend selten sein werden für die mal komplett zu finden, das Set. Bin jetzt andererseits froh, dass es einfach so weit geklappt hat mit meiner Alice's. Mit Rucksack und allem. Ich glaube, wenn ich jetzt das direkt danach wieder gesucht hätte, nach dem großen Erhitzerwelle sozusagen, dann hätte ich da wahrscheinlich nichts gefunden. So, da hätte ich jetzt auch mein Quest fertig und dann geht's auch direkt weiter. So, gerade auch die. Wie viel XP haben wir jetzt? 20%, sehr schön. Und ich würde an der Stelle auch die Aufnahme mal abbrechen. Hoffe, euch hat es damit gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Part weiter im Feld. Hoffentlich dann mit einem viel besseren Fortschritt, weil wir jetzt 2-mal durch Mapu unterbrochen wurden. Also hoffe ich mal, dass wir ja weniger Feldbosse haben im nächsten Part. Und ja, wir sehen uns dann. Viel Spaß noch und tschüss.